Hallo und herzlich willkommen bei der Steinezeit. Wir sind bei Video 181 angelangt und im heutigen Video geht es hier um die Bucht. Wir hatten ja im letzten Video eine Umfrage, was wir hier machen sollen. Bootsteg hinbauen, Boot zeigen. Es geht hier um den Kutter. Und da habt ihr natürlich geschrieben, wir sollen oder ich soll da einen kleinen Bootsteg hinbauen. Und dann schauen wir mal weiter, wie das Ganze auch ausschaut. Der Kutter könnte natürlich zu groß sein für das Ganze. Wir schauen uns das Ganze dann mal an im Laufe des Videos, wie es denn dann tatsächlich wird. Und ich habe jetzt hier auch schon ein bisschen mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier die Felswand angepasst, so dass wir hier eine Treppe hinbauen könnten. Und das habe ich jetzt auch gemacht mit diesen runden 1x2 Steinen, mit diesen Palisadensteinen, die man machen kann. Und ich habe jetzt hier auch schon mal meine Steine stehen und auch einen kleinen oder größeren Bootsteg gebaut. Und zwar schaut es jetzt praktisch so aus, dass ich jetzt von unten alle 6 Noppen Abstand dann so runde Steine hingemacht habe. Dann habe ich das Ganze hier von unten verstärkt und aufgebaut, entsprechend damit es passt. Und wir haben eine Steinhöhe von 2 Steinen hier. Und obendrauf schaut es dann praktisch so aus, dass wir 1x6 Fliesen drin haben. Dazwischen habe ich immer eine 1x4 Fliese. Und ich bin hier immer mit einem Abstand von 6 Fliesen dazwischen, zwischen diesen Stegen. So, und den bauen wir dann hier fest. Das mache ich gleich. Und dann habe ich noch einen kleinen Steg gebaut, einen zweiten Steg. Der schaut dann praktisch so aus, dass der jetzt 4 Fliesen breit geworden ist. Da ist jetzt dann nichts weiter mehr dran. Unten ist es versteift. Und ich habe das Ganze jetzt nur eine Steinhöhe hoch gemacht. Ja, ich tue das Ganze jetzt mal fest hinbauen, soweit wie wir das jetzt hier vorbereitet haben. Und dann melde ich mich gleich wieder und zeige euch dann erstmal das Ergebnis und dann schauen wir mal, was wir noch so weiter draus machen. Ja, der Steg ist dran, fest eingebaut. So schaut das Ganze jetzt im Prinzip aus. Treppe ist dran, Fliesen oben drauf gesetzt. Dann ist hier der kleine Steg dran und dann geht es rüber zu dem großen Anleger. Jetzt habe ich dem Thomas mal ein Bild geschickt. Mit dem bin ich ja gut im Kontakt. Von dem ist auch der Kutter. Und dann hat er gesagt, ich soll doch Reifen an den Steg hin machen. Das habe ich jetzt auch hier gemacht, 2 Stück. Erst habe ich überlegt, wie mache ich denn das? Wie kriege ich denn die da hin? Und dann kam dann die Idee. Und zwar habe ich hier diese Teile übrig. Und dann habe ich hier an den Teilen so ein kleines, rundes Einser-Steinchen hingebaut vorne. Dann habe ich vorne drauf den Reifen drauf gesetzt. Ich hoffe, man sieht es jetzt halbwegs, dass es nicht so unscharf wird. Und dann habe ich das Ganze nochmal fixiert, indem ich vorne drauf dann nochmal so ein kleines Einsersteinchen drauf gelegt habe. So ein rundes davon. Dann ist es fest und die Sachen habe ich dann von unten an den Steg hingeklipst mit der Noppe nach oben. Ich habe erst überlegt, das dahin zu machen, aber wenn ich das hier hinsetze, dann habe ich keine Noppe mehr oben drauf. Ja, ich mache jetzt die anderen Sachen gar hin, mache das gar fertig und dann geht es weiter mit Verhübschen. Ich habe jetzt hier auch mal angefangen, so ein kleines Wellenprofil hinzusetzen und das machen wir jetzt auch mal dann als nächstes rein. Das zeige ich euch dann wieder, wie das ausschauen könnte. Ja, die ersten Wellen, die sind jetzt hier dran, indem ich Blades drauf gebaut habe. So schaut es momentan aus und ich habe das jetzt auch ein bisschen in unterschiedlichen Abständen drauf gemacht. Ich habe hier noch ein paar so schräge, transparente Steine gehabt, so Slopes, die habe ich mit drauf gemacht, um ein wenig Gischt darzustellen. Viel mehr werde ich da jetzt nicht machen, auch weil ich momentan nicht mehr Steine da habe. Ich versuche jetzt wirklich das zu verbauen, was ich hier habe und ich mache jetzt dann weiter gar mit den Wellen, mache dann die Fläche gar zu, zeige euch das Ganze und dann gucken wir mal, was mir noch so einfällt vom Verhübschen her. Ja, da bin ich wieder. Wir haben einen finalen Stand für die heutige Folge. Ist heute eine Folge, die nicht ganz so lang wird, weil es jedoch nicht so viel zu bauen gibt oder nicht so viel zu zeigen gibt, bauen schon. Und deshalb wird es ein bisschen kürzer heute werden. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an. Ich habe jetzt das ganze Wellenprofil nochmal reingemacht. Wir gucken nochmal von oben drauf, wie es jetzt ausschaut. Es ist jetzt so mit einzelnen Blades gemacht, dass man das Wasser ein bisschen auflockert. Dann habe ich hier teilweise diese transparenten blauen Slopes hin. Ich habe hier an den Felsen ein paar helle Slopes hingemacht. Ich habe hier noch 2
nette Kollegen, die beim Angeln sind. Und so schaut das Ganze jetzt im Prinzip aus. Es ist natürlich so, dass man jetzt sagen kann, das ist nicht gleichmäßig und ein bisschen unruhig, aber das Wasser ist unruhig und ich denke mir, es ist mal eine andere Ansicht, wie jetzt alles mit eben Transklärfliesen. Das wollte ich nicht machen, um einfach auch mal was anderes zu zeigen, was anderes darzustellen. Und das ist letztendlich das Ergebnis. Ja, es ist so vom Boot her, der Kutter steht jetzt zwar noch hier. Ich werde den Kutter nicht hier hinstellen. Ihr habt auch geschrieben, dass er groß ist. Er ist auch groß. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass hier vorne noch überall Blades wäre und Wasserfläche, wenn ich das hier hinbauen würde, dann würde es mit dem Kutter schon wieder anders ausschauen. Aber er wird dann tatsächlich, wenn der hinten vor dem Steg steht und vor der Wand die ganze Ansicht wegnehmen und dann wird es nicht mehr so gut ausschauen. Also suchen wir für den Kutter dann später mal einen anderen Platz hier an der Anlage. Ja, wir gehen noch mal ein Stück zurück und schauen uns ein bisschen die Perspektive an. Ich denke, es ist ganz gut geworden. Mir gefällt es auch hier so weit, wie es ausschaut. Wir haben ein ganzes Stück erreicht. Die Ecke hier vorne ist im Prinzip fertig bis hier zu dem Abschluss. Dann hier auf der Seite geht es dann mal weiter, wenn wir wissen, wie der Lokschuppen dran ist. Dann wird mal ein Weg, eine Straße nach hinten führen. Das sehen wir dann, wenn es weitergeht mit Bauen hier und wie gesagt, wenn dann Drehscheibe und Lokschuppen mal stehen. Dann in der nächsten Folge werden wir dann hier hinten weitermachen, dann das Ganze auch hügelig machen und begrünen an den Gleisen, die Schwellen drauf machen, Gleise gar verhübschen, so wie wir das hier vorne gemacht haben. Da wird es dann wieder auch einiges zu tun geben an Fliesen und Blades so weiter zu verbauen. Ja, das war's dann für heute. Das soll es gewesen sein. Ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr die Links verwendet in der Videobeschreibung. Abonnieren, Glocke aktivieren wäre noch gut, wenn ihr das mitmacht. Und ansonsten lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal dann.